müssen Sie leben. Lebe ich sehr gut, Herr Doktor Bornmänner. Ja, offensichtlich. Sie meinen, in 6 Monaten werden Sie dann die Decke rauf durch die Studie. Ich glaube, in 6 Monaten werden Sie Ihre neue Studie in der Baumgartner Höhe, ist eine Gummizelle, beziehen. Und dort können Sie sich dann in Zukunft auch austoben. Länger als 6 Monate dauert es nicht mehr. Das ist jetzt meine Ferndiagnose, meine Augendiagnose heute. Aber zurück zum Herrn Anschober. Das ist schon ein bisschen billig. Also der Herr Anschober besetzt sein ganzes Ministerium mit grünen Parteigängern. Mit der ehemaligen Nationalratsabgeordneten Roberta Lichtenegger, mit der ehemaligen grünen Chefin Madeleine Petrovic. Jeder, der grün hinter den Ohren ist, wird im Sozialministerium umgefärbt. Überall, auch bei der Frau Gewessler. Das Ministerium hat, weiß ich nicht, 1800 oder 2000 Beamte, ein paar Sektionen, eine Präsidialsektion, unheimlich viele Gruppen und Abteilungen, auch sehr viele Anwälte, Juristen, ehemalige Anwälte, Konzipienten, also Legisten. Und, ja, und innen hat sowieso genug viel, die Grünen innen sind ja bekannt dafür. Und dann werden dort Verordnungen gemacht. Und der Herr Anschober hat jetzt eine Karriere seit 10 Monaten in dieser Republik. Im Jänner hat er gesagt, ich gelobe, vor 10 Monaten. Und seitdem hat er 100 Mal gesagt, ich entschuldige mich. Seine gesamte Regierungstätigkeit besteht aus I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Ja, das ist der I'm so sorry Minister, weil jede Woche mit der genauen Zielsicherheit, wo Sie mir falsch liegen, also Sie, der Fettnäpfkönig, der Kasperl der Nation, liegt auch der Herr Anschober daneben. Und dann herzugehen und Verordnungen, die grundrechtswidrig sind, na, noch viel schlimmer, verfassungswidrig sind, wie der unabhängige Verfassungsgerichtshof nicht einmal, sondern mehrmals feststellt. Und jetzt das Chaos voriges Wochenende weiter zu tun, obwohl in der Zwischenzeit immer in der Selbstgeißelung des Opus Dei, I'm so sorry, I'm so sorry, auftritt. Ja, ja, ich weiß, also Entschuldigung, Entschuldigung, der Herr Anschober. Ja, ist ja wunderbar. Sie verbringen offenbar zu viel Zeit, ja, aber er soll dann wieder, I'm so sorry, er soll dann wieder, er soll, Herr Dr. Bornmänner, dann soll er wieder zurück nach Oberösterreich gehen und dort Moos treten oder in seine Volksschule oder was auch immer. Aber er soll bitte als Gesundheitsminister zurücktreten. Der Zeitpunkt ist gekommen, diese Regierung im Kollektiv zum Rücktritt aufzufordern und Österreich in Neuwahlen zu bringen im nächsten Frühjahr. Ich glaube, da passt auch kein Blatt Papier mehr dazwischen. Und dann zu sagen, naja, wissen Sie was, mittlerweile sagen sehr viele Leute, mittlerweile höre ich es auch aus Ihren Kreisen. Aus Thüringen, oder? Nein, aus Ihren Kreisen. Ich kann es jetzt zitieren, da hätten Sie einmal blöd schauen. Das hätte die Hartinger Klein noch besser zusammengebracht. Ja, ich schon. Ja, also, in Leibniz. Und jetzt sage ich Ihnen, weil ich gerade bei dem Thema ist. Stellen Sie sich vor, dieses Chaos in der Regierung hätte Kickl oder Hartinger zu verursachen gehabt. Dann wären Sie nicht in 6 Monaten in die Gummizelle gekommen, sondern dann hätten Sie jetzt die Decken durchstoßen, weil dann hätten Sie wie ein kleines Rumpelstilzchen da mir gegenüber hupfen und sagen, diese Regierung, der Verfassungsbrecher. Verbrecher, die können alle eingesperrt. Herr so, Koss, Herr Dr. Bornmänner, diese Tag, Regierung, ist, nein, ich bin noch nicht fertig. Dafür, ich bin ein wunderbar, die, Herr Dr. Bornmänner, ja, gestatten Sie ja, mir, ja, ich bin ja, Ihnen auch wunderbar ja, zugehört. Ja, ja, ja. Sie haben heute jetzt zum 10. Mal einen Satz eingeleitet, dieser Virus ist tödlich. Und das sagen Sie mit dem Brust und der Überzeugtheit. Ich sage Ihnen, alle Studien, nicht von Covidioten, sagen, dass das Virus für 99,7% der Menschheit eben nicht tödlich ist. Weil dann ist nämlich der reidige Schnupfenvirus auch tödlich. Aber dann müssen wir uns vor allen Millionen Viren und Bakterien schützen, aber dann sollte man uns einsperren. Das, was Sie und Ihresgleichen ja offenbar vorhaben.